So, jetzt sage ich mal willkommen wieder zurück zu eurem Foli von Folis Gamehaus und zu einer neuen Folge Road 96. Schön, dass ihr noch dabei seid zur Episode 04b. Ich musste das damals aufsplitten, weil es halt doch ziemlich lang geht. Und die Episode. Und zwar geht es hier darum, dass verschiedene Leute. Ja, es gibt erstmal Wahltag auf jeden Fall, an dem 9. September, das ist immer meistens ja der Stichtag. Und viele Leute wollen aus diesem Land, aus Amerika, nach Mexiko auswandern. Oder flüchten halt. Und da gibt es verschiedene Leute mit vielen, oder beziehungsweise verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Wege gehen, ob zu Fuß, im Auto, whatever. Das kann man dann auch selbst entscheiden. Ist mehr so eine Art Point-and-Click-Game. Hatte ich aber ein paar Einstand, also was dazu erzählt. Aber es ist schon eine Weile her, wo ich es gestreamt habe und deswegen hole ich das jetzt bis nach und versuche halt eben, ja, mehrere über die Grenze zu bringen. Jetzt ist es bei einem gelungen, einer ist verhaftet worden und einer ist gestorben. Und wie gesagt, was noch dazu setzen will, wir haben noch einen Taxifahrer dabei, der eine Art Killer ist. Genau. Und der lässt halt viele Leute verschwinden, was halt eben auch hier in den Medien breitgetreten wird. Ich bin mal gespannt, wie ich den jetzt den vierten Kandidaten durchkriege. Ob ich ihn soweit kriege, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber herzlich willkommen auf jeden Fall zurück. Auch die Leute, die hier auf Twitch, wenn wir live sind, oder auf YouTube. Wie gesagt, über ein Like und einen Kommentar, über ein Abo würde ich mich mega freuen. Und ansonsten will ich nicht weiter babbeln. Wir gehen rein. So, 39 Kilometer haben wir noch bis zur Grenze. So, das sind rechts unten, ich suche wieder John, Fanny, Alex, Stan und Mitch, Sonja, Jared. Jared ist der Taxifahrer, sage ich jetzt schon mal vorab. Das kann ich ja in der Hinsicht spoilern. Ach, wir haben noch 39 Kilometer bis zur Dings, bis zur Grenze. Wie gesagt, der Jared ist der sogenannte Taxifahrer, Schrägstrich, Psychopath, Schrägstrich, geheimnisvoller Mann. Stan und Mitch sind so ein bisschen so die Banküberfälle, also Raubzüge durchführen, so bis zur Grenze. Der John hat auch so ein bisschen sein Geheimnis. Der ist ein LKW-Fahrer, der halt eben Leute per Anhalter mitnimmt. Der die Strecke oft fährt. Die Zoe ist so eine, ja, so ein Teenie-Girl, was halt eben durch den Roadtrip halt eben sich über Wasser hält. Und die Fanny müsste die Polizistin gewesen sein. Und der Alex ist so ein bisschen so ein kleines Wunderkind, so ein. Der ist von zu Hause einfach abgehauen bei seinen Eltern, hat es nicht mehr ausgehalten. Ja, so jetzt mal ganz grob nochmal zusammengefügt. Den Rest, wie gesagt, findet ihr in den Parts davor. So. So. Und es zieht den Salat natürlich Energie weg. Erste Unit in More Unsent Words. Okay. Achso, 98 Dollar. Geld kann man dabei eigentlich auch noch verdienen. Dass man halt eben braucht, zum mal telefonieren oder also sich ein Taxi zu rufen, was ich aber halt nicht empfehlen würde. Da ist nichts. Oh nein, nicht er schon wieder. I'm losing sight of red and roll.
Wie gesagt, gib mir einen Moment. Ich war eine Weile nicht mehr hier. Okay, da komme ich nicht vorbei. Kann man nur abspielen, okay. Wieso springst du denn jetzt runter, Kerle? Am Tag kennenlernen haben wir einen schönen Wasserfall besucht. Wieso kann man sich das Bild wieder nehmen?
das noch nicht so ganz. Ja, wenn ich das Bild entnehme. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen die Geschichte hier verenden. Okay, verstehe, verstehe. Das könnte passen. Okay, was haben wir hier noch? Neue Kassette noch. War das gerade eben schon da? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Naja. Muss das so halbsonnenmäßig sein?
Okay. Ist das vielleicht die Geschichte von ihm? Bei dem Taxifahrer? Weil der hat ja auch seine Tochter verloren. So wie ich mich noch erinnern kann. Ich glaube, ja. So war das. Haben wir natürlich drei Möglichkeiten. Entweder wir fahren bei Han, Alter, weiter. Wir trampen. Bus. Wir nehmen Bus. Nach 11 Kilometern und 9 Kilometer bis zur Grenze. Gut, das war, ich glaube, die cleverste Entscheidung. Wahrscheinlich. Ich hoffe es zumindest, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Erste Juli 1996.
Wir haben 91 Dollar, das müsste eigentlich reichen. Oh, was, ich weiß gar nicht mehr, wie viel hat das gekostet, um über die Grenze rüber zu kommen. So, jetzt fällt mir die Grenze. Ich weiß allerdings nicht, was das kostet. Weil die Schleuser waren nicht billig. Ich hoffe, wir kommen damit 70 Dollar hin. Also es wäre schön, wenn ich noch einen zweiten zumindest über die Grenze kriegen würde. So, da haben wir sie nämlich an die Grenze. Snacks and drinks? Can I help you at all? Essen muss ich nicht, trinken müsste ich auch nicht. Special 10-year commemoration of the collapse. There's some never before seen footage there. Ich probier's mal. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Bin ich in den LKW reingezwängt. Ich hätte das andere Schloss noch aufbrechen sollen. Ah, ich dussel. Kann ich nochmal zurück? Verdammt. What's the door?
Ach du Heiliger. So ein Mist. Ich habe keinen Snack für den Hund. Ah, okay. Verdammt, ich wusste nicht. Ach, Mann. You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. 70 Tage später, Election Day, Wahltag. But for one journey that ends, others are only beginning. Verdammt, an der Grenze verhaftet worden. Ah, so ein Pech. Ich wusste noch nicht, ob das gleich gilt. Oh, Scheibenhonig. Okay. Tja, meine Lieben, das war's dann schon. Zumindest hier mit Road 96 Episode 4. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Ich hab's ein bisschen verkackt zum Ende. Ich hätte es bestimmt geschafft über die Grenze. Schade, schade. Tut mir auch leid. Um die jeweilige Person. Aber jetzt müssen wir zumindest, okay, den Truck können wir manipulieren in einen. Snack ist nicht verkehrt, wenn man ihn kauft, wenn wir über die Truckroute gehen. Und wenn wir rechts rumgegangen wären und nichts gekauft hätten und nur als Wanderweg genommen hätten, hätten wir dann die Schleuser gehabt. Da brauchen wir aber eine Menge Kohle bei den Schleusern. Ich glaube, das waren auch $70 mindestens. Habe ich noch so in Erinnerung. Okay, nichtsdestotrotz würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns dann in Episode 5 wieder. Hier bei Road 69 bei Foley's Game House. Macht's gut. Tschüss, bis dann.